Der Schlosspark Laxenburg eröffnete dieser Tage wieder seine Pforten. Wir haben uns am Eröffnungstag für Sie umgesehen und Meinungen eingeholt. Es herrschte reger Andrang am Tag der Wiedereröffnung des Laxenburger Schlossparks. Fast könnte man meinen, dass es gar keine Pandemie gäbe. Viele Familien nutzten das schöne Wetter, um die herrliche Natur des Schlossparks zu genießen. Natürlich alles unter den gegebenen Sicherheitsmaßnahmen. Alle sind ziemlich nett drauf, gut drauf, sind, glaube ich, froh, dass sie nach der Ausgangssperre, die ziemlich lang war, endlich mal wieder raus dürfen. Und ja, ansonsten ist alles ziemlich angenehm heute. Wie fühlt man sich so wieder ein bisschen in der Freiheit? Ja, eh gut, vor allem bei so einem schönen Wetter und so. Und für die Kinder ist halt super. Ne? Sind Sie öfters hier im Schlosspark Laxenburg? Früher schon immer. Mit Kindern und Mann und so, ja. Und den Hund dazu. Wir haben uns jetzt auch 7 Wochen nicht gesehen. Also wir gehen ja normalerweise zusammen in die Schule und dann sieht man sich jeden Tag. Also schon ungewohnt, aber gut, würde ich sagen. Wieso seid ihr gerade heute im Park? Ja, weil es so ein schönes Wetter ist und hier ist es sehr idyllisch und das Boot fahren wir eigentlich recht spontan, aber... Es war sehr spontan. Ja. Also wir sind eigentlich Rad gefahren, dann sind wir reingekommen, dann haben wir gesehen, ja, nehmen wir ein Ruderboot. Das macht irgendwie niemand, aber ich habe auch eine Blase an der Hand, aber es war sehr lustig, ja. Bootsverleih geht heute gut, wollen viele Boot fahren? Ja, wir sind alle so glücklich, weil es heute so viele Leute gibt, dass die Saison wieder startet. Wart ihr gerade Bootfahren? Wie war's? Ja, wir waren Bootfahren und wir waren da ein bisschen in der Natur. Das ist sehr schön. Also vom Boot aus, wir haben uns ein Tretboot genommen, macht man auch nebenbei Sport. Und die Natur war ganz schön und wir haben auch Schwäne gesehen, oder? Ja, und Enten mit kleinen, ganz kleinen Küken. Alle sind also froh, dass der Laxenburger Schlosspark wieder geöffnet hat. Wir haben beim Schlossparkleiter nachgefragt, wie das erste Wochenende so verlaufen ist. Herr Masny, was gibt es Neues nach dem ersten größeren Wochenende im Schlosspark? Ja, wir freuen uns, dass wir mit 1. Mai den Betrieb im Schlosspark zumindest in eingeschränkter Art und Weise wieder aufnehmen konnten. Der Schlosspark ist für Fußgängerinnen und Fußgänger, für Besucherinnen und Besucher wieder geöffnet. Das Wetter hat auch einigermaßen mitgespielt, also so gesehen ein großer Schritt in Richtung einigermaßen normalen Betrieb im Schlosspark. Einigermaßen normal, was verstehen Sie darunter? Prinzipiell ist es noch sehr eingeschränkt möglich. Die Franzensburg ist noch geschlossen, die gesamte Gastronomie hat noch geschlossen. Da gilt es noch längere Wartezeiten zu überbrücken aufgrund der Verordnung der Bundesregierung. Aber immerhin, man kann den Schlosspark in seiner gesamten Ausdehnung wieder für ausgiebige Spaziergänge, für Laufausflüge, für Jogging dementsprechend nutzen. Wie stark war der Schlosspark am Wochenende frequentiert? Eigentlich sehr verhalten noch. Ich denke, die Österreicherinnen und Österreicher sind noch sehr vorsichtig, was das Ausflugsverhalten betrifft. Aber im Grunde genommen doch schon sehr viele Frischlufthungrige, die den Weg zu uns nach Laxenburg gefunden haben. Und nachdem die Wettervorhersage für das kommende Wochenende wieder ausgezeichnet ist, darf sich der Schlosspark wieder auf viele Besucher freuen.